Zeitmanagement, meine Erfahrungen und Tipps. Was habe ich im Laufe der letzten Jahre zu Zeitmanagement und Produktivität gelernt? Ich bin Rolf Kleesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner in Köln und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. In diesem Video erkläre ich euch, was ich in den letzten Jahren zu Zeitmanagement und Produktivität gelernt habe. Was ist der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Was kann ich delegieren? Wie schaffe ich mir mal ein paar Stunden Ruhe am Tag, um konzentriert arbeiten zu können? Warum ist das überhaupt wichtig? All diese Fragen beantworte ich in diesem Video. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen, mich mit dem Thema Zeitmanagement oder Produktivität ausführlicher zu beschäftigen? Ich bin ehrenamtlich relativ stark engagiert, vor allen Dingen in den letzten Jahren bei den Wirtschaftsjunioren Deutschland. Das ist ein Verband von jungen Unternehmern, die sich ehrenamtlich in sozialen Projekten engagieren. Weltweit heißen die JCI, Junior Chamber International, und sind weltweit so ungefähr 250.000 junge Unternehmer und Führungskräfte und in Deutschland etwa, ich glaube im Moment 8.000 junge Unternehmer und Führungskräfte. Und in 2014 habe ich einen Anruf bekommen, ob ich Spaß daran hätte, Kongressdirektor bei dem weltweiten Kongress dieser Organisation, also dem JCI World Congress, in Leipzig zu sein, und habe Ja gesagt, unter der Bedingung, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit zwei anderen noch. Also wir haben uns dann diese Führungsrolle zu dritt aufgeteilt. Aber immerhin, ich hatte dann von Februar bis November, wo der Kongress stattgefunden hat, ein relativ volles Programm und habe eben so einen Kongress mit so 4.500 Teilnehmern, mit einem großen Team von ungefähr 50, 60 Leuten, ehrenamtlich organisiert und war da hauptsächlich für das Geld zuständig, für das Sponsoring, eben Geld einzuwerben von Partnern. Und da ich eben auch noch drei Kinder habe, verheiratet bin und drei Kinder habe und außerdem noch eine Kanzlei mit 10 Angestellten und 4 anderen Partnern mittlerweile, war das schon eine gewisse zeitliche Herausforderung, weil ich eben zum Beispiel die Wochenenden auch grundsätzlich immer nur mit der Familie verbringe, was ich auch weitgehend über das Jahr hinweg durchhalten kann und auch versuche, einige Abende wenigstens etwas früher zu Hause zu sein, so dass es gar nicht einfach war, diese doch relativ große Aufgabe in meinem Zeitbudget irgendwie unterzubringen oder eben die Prozesse zu überdenken, wie ich die Dinge, die Abläufe effizienter gestalten kann. Erstmal zu den Basics. Was ist der Unterschied zwischen dringend und wichtig? Wichtig für mich als Patentanwalt ist zum Beispiel die Wahrnehmung einer mündlichen Verhandlung in einem Einspruchsverfahren gegen ein Patent. Wenn ich da nicht teilnehme, dann verliert der Mandant das Patent und dann haben wir einen großen Schaden, also der Mandant auf jeden Fall einen großen Schaden, wir vielleicht auch, weil wir eben den Termin verpasst haben und dann ja, berufsrechtlich einfach einen Schaden haben. Also das ist ganz wichtig für mich, dass ich diesen Termin wahrnehme und natürlich möglichst gut ein gutes Ergebnis für den Mandanten raushole. Dringend wird diese Aufgabe erst einige Tage vor dieser mündlichen Verhandlung. Vorher ist sie nicht dringend. Dringend werden die damit verbundenen Aufgaben erst eben unmittelbar vor der Verhandlung. Was ist mal ein Beispiel für dringend, aber nicht wichtig? Wenn ich ein Angebot für eine neue Software bekomme, die mein Leben leichter machen soll, und da drin steht, entscheiden Sie sich jetzt, morgen läuft die Deadline ab, bis dahin gibt es noch einen Rabatt von 50% und danach kostet die Software halt doppelt so viel. Dann ist das dringend, weil eben ich muss mich entscheiden, aber vielleicht gar nicht wichtig, weil ich die Software gar nicht brauche. Um den Stress zu reduzieren, versuche ich natürlich erstmal eine Entscheidung zu treffen, wichtig, nicht wichtig. Die nicht wichtigen Dinge sollte man einfach lassen. Die weniger wichtigen Dinge, die auch nicht dringend sind, kann man versuchen zu delegieren. Und die wichtigen Dinge, die noch nicht dringend sind, die aber eben für einen selbst, für den eigenen Beruf oder für das Persönliche oder das Ehrenamt wichtig sind,
Die sollte man, oder jedenfalls versuche ich das, die möglichst frühzeitig zu erledigen, dass sie eben nicht dringend werden. Denn wenn sie dringend werden, muss ich alles andere liegen lassen und mich darum kümmern. Während wenn wichtige Aufgaben noch nicht dringend sind, dann kann ich sie eben entspannt erledigen und habe sie dann eben erledigt und dann werden sie zu keinem Zeitpunkt mehr dringend. Vor allen Dingen hat man dann eine gewisse Flexibilität bei der Gestaltung des Tages. Wenn dann zum Beispiel eine wichtige und dringende Sache plötzlich auftaucht, in meinem Fall ist das zum Beispiel eine Abmahnung oder eine einstweilige Verfügung oder solche Dinge, die eben wichtig sind und auch sofort dringend sind, dann kann ich die eben kurzfristig auch bearbeiten, ohne groß in Stress zu kommen, weil die wichtigen Dinge, die nicht dringend sind, eben schon erledigt sind. Vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug zu wichtig. Was ist wichtig? Wichtig ist eigentlich alles, das der Erreichung eurer Ziele dient. Also, da sind wir schon wieder bei einem ganz neuen Thema, nämlich Ziele. Da mache ich vielleicht nochmal ein extra Video zu. Aber was ist wichtig, um eure Ziele zu erreichen? In meinem Fall beruflich erfolgreicher Patentanwalt zu sein oder privat eben erfolgreich das Privatleben zu gestalten oder im Ehrenamt dort erfolgreich zu sein. Jeder kann sich seine Ziele überlegen, die er im Leben hat und kann sehen, was ist wichtig, diese Ziele zu erreichen. Alles, was diesen Zielen nicht dient, ist nicht wichtig. Nächstes Thema, Deep Work. Warum ist es wichtig, ein paar Stunden am Stück konzentriert am Tag zu arbeiten? Ich versuche es jeden Tag oder möglichst jeden Tag ein paar Stunden konzentriert am Stück zu arbeiten. Dazu sage ich meinen Mitarbeitern, dass ich zum Beispiel bis vormittags um 12 Uhr keine Anrufe durchgestellt haben möchte. In vielen Fällen fahre ich einfach Outlook runter. Ich schalte natürlich WhatsApp, Facebook, Skype, alle Messenger lautlos oder schalte sie einfach aus. Das Handy ist leise gestellt, also lautlos gestellt. Das Telefon leite ich manchmal sogar um, sodass dann sowieso kein Anruf durchkommen kann, sodass ich eben völlig ungestört an meinem Schreibtisch ein paar Stunden ungestört am Stück arbeiten kann. Warum ist das wichtig? Weil man in dieser Zeit, wo man sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren kann, viel mehr geschafft kriegt, als wenn man eben alle zwei Minuten pling pling durch WhatsApp, pling pling durch Facebook oder durch eine neue E-Mail, die reinkommt, abgelenkt wird und dann den Betreff dieser E-Mail oder dieser Facebook-Nachricht oder was auch immer sieht und dann im Kopf gleich wieder umschaltet auf ganz andere Themen. Wenn man im Kopf auf eine Aufgabe, auf ein Thema fokussiert bleiben kann, dann fällt es einem viel leichter, diese Aufgabe zu bearbeiten und man braucht viel weniger Zeit, um ein Mehrfaches weniger Zeit, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, wenn man die eben konzentriert in Ruhe am Stück bearbeiten kann. Und bei mir kommt es vor, dass manche Aufgaben eben nur 5 Minuten dauern und manche aber 3 Stunden und manche auch viel länger. Und dann muss ich die eben aufteilen irgendwie. Aber mir fällt es eben viel leichter, die Arbeit schnell und sorgfältig erledigt zu bekommen, wenn ich einfach mal ein paar Stunden am Stück Ruhe habe. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem kann ich ein super Buch empfehlen. Und zwar das Buch Deep Work von Cal Newport. Und das Buch verlinke ich natürlich auch hier unter diesem Video. Ich habe es mir als Hörbuch eingezogen und man kann es natürlich auch lesen, je nach Präferenz. Und das ist ein ganz spannendes Buch, wo genau erklärt wird, warum es wichtig sein kann, gerade in der heutigen Zeit mit den vielen Ablenkungsmöglichkeiten einfach mal abzuschalten und stundenweise oder in dem Buch wird sogar gesagt tageweise konzentriert ohne Störungen an bestimmten Dingen zu arbeiten. Nächstes Thema, Aufgaben delegieren. Eigentlich muss das Thema heißen, Aufgaben eliminieren, automatisieren oder delegieren. Denn man kann sich seine eigenen Prozesse mal visualisieren. Wie läuft eigentlich das tägliche Geschäft so ab? Wie ist der tägliche Ablauf im Büro, zu Hause, im Ehrenamt und so? Und wie erledige ich im Moment die verschiedenen Standardaufgaben, sage ich mal?
Kann ich da bestimmte Aufgaben eliminieren oder ersetzen durch Aufgaben, die weniger Arbeit bedeuten, jedenfalls weniger Arbeit für einen selbst vielleicht? Kann ich in der heutigen Zeit, wo es viel Hilfe natürlich durch alle möglichen Automatisierungstools gibt, kann ich bestimmte Aufgaben automatisieren? Und wenn ich sie nicht eliminieren oder automatisieren kann, kann ich sie vielleicht delegieren? Delegieren kann ich eigentlich alle Aufgaben, wo meine persönliche Expertise nicht zwingend notwendig ist. Meine persönliche Expertise im Beruf ist eben als Patentanwalt, Dinge rechtlich im Bereich Patente, Marken, Designs eben einzuschätzen und vor allen Dingen Schriftstücke zu verfassen. Natürlich gibt es tausende Aufgaben in meinem Leben, die eben damit, in meinem Berufsleben, die damit nichts zwingend zu tun haben. All diese Aufgaben kann ich im Prinzip delegieren. Dazu brauche ich natürlich eine gewisse Infrastruktur. Und ich muss mich auf denjenigen verlassen können, dem ich diese Aufgabe übertrage. Das ist beides natürlich keine triviale Sache, aber man kann natürlich daran arbeiten. Und je mehr man delegieren kann, je mehr kann man sich um sein Kerngeschäft kümmern und dann in diesem Kerngeschäft auch erfolgreicher sein. Noch ein Punkt zum Delegieren an Mitarbeiter. Mitarbeiter, manche Prozesse, die Mitarbeiter durchführen müssen, sind genauso wie Aufgaben, die ich erledigen muss, manchmal einfach langweilig oder immer wieder Routine, immer wieder das Gleiche. Und wenn man den Mitarbeitern dann eben Aufgaben überträgt, die man eigentlich bisher selbst gemacht hat, dann sind das in der Regel Aufgaben, die interessanter für die Mitarbeiter sind als die Aufgaben, die sie bisher auch gemacht haben. Also sorgen dort für Abwechslung, sind vielleicht anspruchsvoller, intellektuell anspruchsvoller, sorgen also auch für vielleicht mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Wenn man eben anspruchsvollere Aufgaben auch an Mitarbeiter überträgt und einfach mal Vertrauen hat, dass die dort auch erledigt werden. Man kann ja sehen, ob die zuverlässig erledigt werden oder nicht dann mit der Zeit, aber Mitarbeiter sind durchaus dankbar dafür, dass sie anspruchsvollere Aufgaben auch übertragen bekommen. Dann vielleicht noch das Thema Eingangspost und E-Mail. Ich versuche mir am Tag bestimmte kleine Zeitblöcke zu definieren, zum Beispiel morgens eine Stunde, mittags eine Stunde, abends eine Stunde oder nachmittags eine Stunde. Das klappt im Moment noch nicht perfekt, das scheitert noch oft an meiner Selbstdisziplin, ich arbeite dran, um die gesamten reinkommenden Aufgaben, also Eingangspost, E-Mails und so weiter zu sichten und dann auch teilweise schon zu erledigen. Wie mache ich das? Ich sehe mir die gesamte Eingangspost oder E-Mails an und sehe, kann ich die jetzt sofort erledigen? Zum Beispiel in 5 Minuten oder in 10 Minuten. Wenn ja, dann mache ich das sofort, denn sonst würde in unserem aktuellen Prozess eben diese E-Mail oder diese Eingangspost erst in den gesamten Postumlauf natürlich gebracht werden, hier in der Kanzlei und dann irgendwann mit der Akte zu mir kommen. Ich habe mich dann ja schon, wenn die Post reinkommt, damit intellektuell auseinandergesetzt, beschäftigt, dann sehe ich es also zum zweiten Mal. Dann muss eben auch erst die Akte besorgt werden. Also insgesamt wesentlich, es wird wesentlich mehr Aufwand erzeugt, einmal in der Kanzlei, aber auch für mich selbst, weil ich eben die Sache zweimal anfassen muss, wenigstens. Also alles, wo ich denke, dass das in 5 bis 10 Minuten erledigt werden kann, erledige ich einfach sofort und kennzeichne das auch, sodass eben jeder weiß, okay, diese Sache ist schon erledigt, ist schon beantwortet. Alles andere, was ich eben in diesen Zeitblöcken nicht erledigt habe, das kommt dann eben in einen Prioritätenstapel, sag ich mal, wo ich eben mir überlegt habe, was ist das Wichtigste, was ist nicht so wichtig und natürlich nach Dringlichkeit. Aber wie ich eingangs gesagt habe, versuche ich eben Dringlichkeit, das Thema Dringlichkeit möglichst auszuklammern, klappt nicht immer natürlich, sodass dann die Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber dringend sind, ziemlich weit oben in diesem Stapel sind, der bearbeitet werden muss. Ich versuche immer nur die möglichst wichtigen Sachen oben zu haben und gar nicht erst Dringlichkeit entstehen zu lassen. Das klappt im Moment gar nicht so gut, aber ich arbeite dran, dass das immer besser klappt und es gab auch schon in der Vergangenheit ganze Monate, wo das mal richtig gut geklappt hat. So, das waren die wichtigsten Takeaways der letzten Jahre für mich im Bereich der Produktivität des Zeitmanagements.
Was hattet ihr denn für Erfahrungen mit Zeitmanagement und Produktivität? Das würde mich interessieren. Was wären eure Top 3 Tipps? Schreibt mir die doch in die Kommentare unter diesem Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen, einfach um so ein bisschen Austausch hinzubekommen. Und vielleicht kann ich ja auch noch dazulernen. Vielen Dank für eure Kommentare schon mal. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was ich in den letzten Jahren zu Zeitmanagement und Produktivität gelernt habe. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid und jeden Donnerstag etwas Neues rund um Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen.